Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge zeige ich euch die eTom, ein Tom-Synthesizer oder wie sie früher genannt wurde, eine TomTom. Was ihr damit machen könnt, zeige ich euch jetzt. Legen wir los. So, ich habe hier schon mal eine Tom reingeladen, die klingt erstmal so. Und wem die Tom jetzt so ein bisschen bekannt vorkommt vom Aussehen her, der schaut sich einfach mal die E-Kick an. Und im Endeffekt sehen die genauso aus oder fast genauso. Nur haben sie einen bisschen anderen Sound. Und der größte Unterschied ist hier wahrscheinlich bei dem Tune. Aber gehen wir von vorne los. Also die Tom, die E-Tom ist ein ganz normales Bitwig Device, ein Instrument mit einem Ein-Ausschaltknopf, mit dem Preset-Browse-Button, mit dem Namen eTom. Dann kann ich hier die Fernsteuerung aufblenden zu den verschiedenen Knöpfen hier, kann die Modulationsleiste aufmachen und wieder zumachen. Dann gibt es hier eine Generator-Section, also eine Tongenerator-Section, eine Pitch-Modulations-Section, also wo ich was mit einer zusätzlichen Tonhöhe machen kann, und die globalen Parameter mit dem Effekte-Container, der Velocity und dem Output, also die Lautstärke, die aus dem Device rauskommt. So, ich habe hier schon mal ein bisschen gespielt mit dem Tom. Und habe hier das Decay, also sprich die Länge, wie lang dieser Ton, der hier bei Tune eingestellt wird, klingt. Ich lasse hier gerade mal diesen Clip hier laufen. Wenn ich die Decay ganz runter drehe, ist der Ton auch relativ kurz, und mit einer längeren Delay wird der Ton natürlich auch etwas länger. So, mit dem Tune, wie gesagt, kann ich die Tonhöhe einstellen, und unten in der Statusleiste, hier unten, sieht man dann auch die entsprechende Note bzw. auch die entsprechende Herz. Und wenn ich dran rumschiebe, kann ich die bis 466 Hertz hochdrehen oder bis 30 Hertz runter. Die Tom hat so ein bisschen einen voluminöseren Körper als zum Beispiel eine Kick. Wenn ich mir jetzt die Kick hier anschaue, Moment, so. Müsste ich vielleicht auch noch ähnliche Tunes, was habe ich hier, 46, und hier muss ich natürlich dann auch runter auf 46 circa. Also die klingen so ein bisschen anders, die Tom scheint so ein bisschen mehr Mitten zu haben, die drückt so ein bisschen mehr. Aber es geht ja eigentlich um die Tom und nicht um die E-Kick, also machen wir mit der Tom weiter. Das heißt, hier mit dem Tune kann ich die Tonhöhe verändern, dann habe ich hier wieder so einen zusätzlichen kleinen Klick, den ich an- und ausschalten kann, damit so ein bisschen einen hörbareren Klick am Anfang gibt. Und hier habe ich dann wieder einen Low-Pass-Filter. Wo ich dann meine Tom auch nochmal tunen kann, beziehungsweise ja, filtern kann. So, mit der Pitch-Bend ist das dasselbe wie bei der E-Kick, das heißt, Ich habe hier einen Ton, und wenn ich die Pitch Modulation einschalte, dann erzeuge ich sowas wie einen Glide. Das heißt, ich gehe von diesem Ton hier, von diesem Fis oder von dem G, nehmen wir einfach mal ein G, gehe ich hier hoch, und zwar zum Beispiel um 2 Oktaven, also 24 ST, nicht Cent, Steps. Und habe dann, ich gehe mal noch weiter hoch, dann hört man das noch extremer. Das heißt, ich habe einen Glide von einem höheren Ton auf den Grundton, den ich eingestellt habe hier unten. Und die Decay-Zeit kann dann natürlich noch bestimmen, wie lange der Ton braucht.
um auf den Grundton runterzukommen. Wenn der natürlich länger braucht als der eigentliche Ton erklingt, kommt er halt nie unten an. So. Und hier habe ich dann noch so eine Envelope, also so eine Hüllkurve, die ich einstellen kann. Entweder, dass die linear verläuft oder exponentiell schneller oder exponentiell langsamer. Jetzt kann ich zum Beispiel auch noch hingehen und könnte mal sagen, okay, ich will jetzt sowas wie eine Bassdrum machen. Und habe jetzt hier eine ziemlich voluminöse Bassdrum. Oder die andere Richtung. Und kann die Tom hier so ein bisschen missbrauchen. Die klingt, finde ich, nämlich ziemlich klasse. Und da kann man sich vielleicht mal das eine oder andere Mal überlegen, ob man nicht lieber eine Tom statt eine E-Kick nimmt, je nachdem, wenn man so ein bisschen ein größeres Volumen haben will. Und zum Schluss haben wir natürlich die globalen Parameter mit dem Effekte-Container hier, wo man noch ein paar Sachen reintun kann. Dann die Velocity an sich. Also die Anschlaglautstärke oder beziehungsweise die Anschlagsensitivität, mit der ich die Anschlaglautstärke steuern kann. Wenn ich die auf Null stelle, habe ich eine Lautstärke und je weiter ich sie halt aufdrehe, desto granular feiner kann ich die Lautstärke dann auch setzen. Und dann eben zum Schluss noch den Output, also das heißt die Lautstärke, die aus dem Instrument rauskommt. Das war's schon über die E-Tom. Sehr interessantes Instrument und ich glaube von ganz vielen einfach übersehen zu Unrecht. Und vielleicht sollte man sich einfach mal ein bisschen mehr damit beschäftigen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einfach einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, wenn ihr den eh nicht schon abonniert habt. Erzählt weiter, wenn ihr die Videos schön fandet und gut und informativ fandet, teilt sie in den sozialen Netzwerken, kommentiert unter den Videos. Ich finde das immer sehr klasse, wenn sich Leute melden und vielleicht auch noch zusätzliche Ideen haben oder auch mal vorstellen, was sie machen. Vielleicht können wir da uns auch mal so ein paar Leute zusammensetzen und einfach mal austauschen, was so jeder macht oder in einer Livestream-Session können wir das auch mal machen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Feedback kommt und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.